Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, wir sind schon ready gemacht. Wir gehen jetzt frühstücken. Und dann fahren wir ins Schloss, weil heute leider nicht so schönes Wetter ist, wie gehofft. Es ist ziemlich bewölkt, ziemlich dunkel, ziemlich kalt. Aber wir gehen jetzt essen. Darauf freue ich mich. Ich habe Hunger. This is my outfit of the day. Und das ist Daniels Outfit of the day. Top. Daniel packt jetzt so Snacks ein und wir packen unsere Bauchtasche ein und ein Stativ und fahren jetzt zum Schloss und zu der Kathedrale. Okay. Aber was freust du dich am meisten heute? Auf dich. Mhm. Mhm. In Spanien ist nicht nur der Verkehr verrückt, nicht nur die Kreise sind lebensmüde, sondern die Autos parken vor den Autos und parken immer die Autos zu. Cool. So ist das Wetter momentan und ich bin sau froh, dass wir die warme Phase noch abbekommen haben. Ja. Wir wollten zum Schloss und Google Maps meinen, wir hätten das Ziel erreicht. Im Kreisel. Ja, ich steige wieder aus, halt einfach an. Hä? Wir haben noch nie sowas erlebt. Ja, Ziel erreicht, sagt sie plötzlich und man weiß nicht wohin. Geil. Wir sind jetzt im Parkhaus. Gott sei Dank haben wir von selber eins gefunden, weil Google meinte, finito. Und ja, jetzt gehen wir Richtung Prinzipessa. Wie cool. Wie schön das ist. Oh mein Gott. Und da ist der Palast. Da gehen wir jetzt hin. Und freust du dich schon, Daniel? Yeah. Yeah. Si. Das ist einfach so ein Mini-Irrgarten. Das ist extra für Tiere, da verlaufen sich die Tiere, weil wir Menschen können ja rüberschauen. Wie schön, dass das hier alles ist. Im Sommer ist es bestimmt noch ein Tuck schöner, weil alles dann strahlen würde, aber selbst bei kalten Temperaturen. Das ist einfach ein V, ich kann nicht mehr. Oh nein, da unten ist der V, die die ganze Zeit weint. Schreit, ich weiß nicht, ist das ein Paarungsruf? Vielleicht ist es auch einfach ein Paarungsruf. Aber es klingt so qualvoll irgendwie. Ich weiß auch nicht, wie ich das finden soll, ein V zwischen Autos. Der andere ist da so erhaben. Aber der... Dieser V, der umgarnt jetzt das andere Auto. Da ist auch dahinter noch ein weiblicher V. Da ist der weibliche V. Und es war wirklich, glaube ich, einfach so ein Angriffsruf, weil er fand, das Auto ist sehr gruselig. Hat sich auch immer so aufgebauscht und wollte das Auto angreifen. Und jetzt umrundet er das andere Auto die ganze Zeit. Weil er das auch, glaube ich, suspicious findet. Ja. Und da oben ist halt wirklich auch sehr elegant, das Tier. Wir haben jetzt wirklich bestimmt 10 Minuten damit verbracht, die Frauen zu beobachten und jetzt gehen wir endlich ins Schloss. Wow. Wir sind jetzt vorm Schloss. Richtig schön. Jedenfalls das ist die Kathedrale, wo wir auch überlegen noch reinzugehen und hier ist der Eingang mit so vielen Menschen. Der Hammer. Wie süß dieser Bär ist. Sie singt einfach. Wir sind jetzt innen. Wir sind drin.
So, wir haben jetzt vor dem Palast Bilder gemacht. Und wir haben vor der Kathedrale Bilder gemacht. Ja, und jetzt gehen wir endlich. Jetzt gehen wir endlich da rein und gucken uns die Seele an. Und da nehme ich euch natürlich, wenn es geht, ich weiß nicht, inwieweit man filmen darf, dann nehme ich euch selbstverständlich auch mit. Man kommt hier an und denkt sich schon wow. Und dann guckt man hoch und denkt sich wow. Krass.
der ist irgendwie gar nicht da. Okay. Also die Anfangsräume, ne? Boah. Umwerfend. Umwerfend. Es ist alles so beeindruckend. Krass. Und man hat richtig gutes Licht hier, würde ich auch nochmal sagen. Richtig schöne große Fenster. Also wow. Leute, wenn ihr nicht geflasht seid, dann weiß ich auch nicht. Also im Real Life ist natürlich alles noch heftiger, aber auf dem Video sieht man auch nochmal, wie krass eigentlich alles hier ist. Goldene Decke mit den Wandbemalungen. Unglaublich. Man kann auch gar nicht so viel, also hat Daniel auch gerade gesagt, man kann auch gar nicht so viel aufnehmen, so viel filmen, so viel wie hier ist. Ist crazy. Hier ist der Eingangsbereich, diese unglaublich krasse Decke. Und schon wieder so eine wunderschöne Decke. Ja, diese unglaublichen Decken. Ich glaube, es ist noch ein weiterer Thron. Den Löwen. Unglaublich schön. Boah, wir sind so geflasht. Deine sprachlos, wir sind geflasht, ja. Aber einer. War das krass. Das war richtig schön. Auch für den Preis, finde ich, hat es sich eigentlich echt gelohnt. Daniel, sag doch auch mal was. Mir die Sprache verschlagen. Ja, das glaube ich auch. Atemberaubend. Ja, das stimmt. Bye bye. Tschüssi. Und da sind wir jetzt wieder zurück. Von der anderen Seite. Hier ist da rein. Und ja, essen leckere Burger. Gibt sogar vegan. Wie schön das aussieht.
Wie cool das hier drin aussieht. Und da ist auch wieder LEDs und hier ist die Toilette. So, wir essen jetzt Burger und ich esse wahrscheinlich den Steakburger Original. Und das Essen ist da. Das ist meins, the original, und das ist der Veggie Burger. Also wir haben gegessen. Es war ultra lecker. Also es war wirklich sehr lecker. Und jetzt fahren wir zum Bahnhof. Gucken wir uns mal die Bahnhofshalle da an, weil die soll voller Palmen sein und richtig schön. Und danach fahren wir mal zum Einkaufscenter, um ein bisschen Orientierung zu bekommen, weil ich ja morgen tätowiert werde. Und das ist dann da und dann gucken wir uns das mal da an. Daniel hat netterweise alles schon rausgesucht und lädt jetzt sein Handy mit der Powerbank. So, ich kann jetzt erstmal links ruhen. Abbiegen auf Calle de Ventura Rodriguez, dann leicht links abbiegen auf Calle de Ferras. Ich habe so Fußschmerzen vom ganzen Laufen. Ich kann jetzt ganz kurz ausruhen, wenn wir fahren. Ja. Ja. Oh, wir sind da. Ich filme es jetzt euch auch mal, damit ihr seht, wie unsere Sicht aussieht. So sieht es jedenfalls aus. Richtig süß. So, wir sind jetzt wieder im Auto. Und jetzt geht's zum... Zum... Wir sind jetzt am Einkaufscenter angekommen. Wir machen uns gleich mal ein Bild. Gucken uns um, schauen, wo mein Tattoo-Studio ist und... Ja. Ja, cool. Okay, ich geh mal. Der Laden sieht richtig geil aus. Das ist, glaube ich, so ein Gaming-Laden. Hier, schaut mal. Seht ihr auch DC-Figuren und so. Und da war auch Iron Man im Schaufenster. Richtig krass. Okay, das vorhin waren Airsoft-Waffen. Hier kann man klettern. Also, ist schon geil irgendwie. Schon heftig. Leute, es ist so groß. Es ist so groß. Ich komme gar nicht klar, wieder so viele Eindrücke. Ich glaube, heute werde ich auch wie ein Baby wieder schlafen können. So viele Eindrücke. Unglaublich. Daniel ist auch total überfordert. Man sieht ihn nur rechts, links gucken. Ich glaube, da ist eine coole Spielehalle, wo man unter anderem auch bowlen kann. Wegen Bowling. Die Leute skaten einfach im Shop. Wie geil. Ja, ansonsten gibt es halt auch natürlich viele Shoppingläden, ne? Wie süß! Einfach Stitch-Bettwäsche. Oh mein Gott. Ich liebe Stitch einfach. Ist das süß. Aber wahrscheinlich eher hauptsächlich für Kinder. Okay, hier ist ein Wonka-Store. Oh mein Gott, hier gibt's die Schokoladen. Egal. Ah, cool. Wir gehen aber weiter. Wir gehen weiter, das geht nicht. Nein. Harry Potter. Ist noch ein Disney Store. Aber hier gibt es wenigstens mehrere Disney Charaktere. Cool. Aber ich kann das leider alles nicht nach Deutschland mitnehmen. Das ist traurig. Da werde ich morgen tätowiert. Und deswegen gehen wir jetzt da nicht hin, weil ihr seht das alles morgen. Comicladen. Geil. Einfach der Joker. Hier oben geht es auch weiter. Richtig geil. Einfach Ghostbusters. Krass. Crazy. Einfach Deadpool. Das ist einfach Chucky die Mörderpuppe. Chucky die Mörderpuppe. Also schon cool gemacht. Saumäßig geil. Einfach von zurück in die Zukunft Figuren. Hier sind auch die Gremlins. Also das ist schon sau cool. Das ist schon die ganzen Figuren. Crazy. Was es auch gibt, es gibt einfach Escape Rooms. Geil.
Auch so ein riesiger Bildschirm. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt nochmal auf Etage 2 und gucken uns mal da nochmal genauer um. The X Marker. Gehen wir jetzt rein. Das ist auch ein Barbershop. Cool, cool. Cool, cool. Vielleicht finden wir hier ein kleines Accessoire zum Mitnehmen. Hier gibt es auch ganz, ganz, ganz viel Schmuck zu kaufen. Und auch ganz viel Kleidung. Das sind so, glaube ich, verschiedene Märkte einfach, ja, ausgestellt. Hier ist so eine Airsoft Area. Vielleicht extra auch für die Pistolen, die unten waren. Ja, crazy. Das gibt's auch. Ich glaube, das hat irgendwas mit Avatar zu tun. Auch wegen der ganzen grünen Sachen und so. Aber ich weiß es nicht. Okay, wer hat recht? Es ist ein auf Avatar basierender, aber er hat nochmal nachgefragt, es ist ein Sushi-Restaurant. Aber auf Avatar basierend. Ich hatte recht, ich hatte recht. Oh mein Gott. Ist das süß. Oh mein Gott. Kein Wunder, das ist geil. Also ich glaube, in Spanien würde ich auch glücklich werden. Jetzt läuft auch ein König der Löwen-Lied. Disney, ich wäre der glücklichste Mensch auf Erden. Das wäre ich safe. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr. Wie cool. Wie süß. Ich bin so in love. Einfach Disney. Überall, wo man hinschaut. Krass. Okay, hier ist kein Disney mehr. Ja, hört Disney aufgehört. Aber hier, Joker. Lol, Batman. Genau da sind die Anime-Sachen. Da gehe ich jetzt rüber. Wie geil. Das ist geil. Oder einfach so ein Wanted-Plakat. Also ist schon sau cool gemacht. Ist schon wirklich cool. Überall auch so richtig geile, hochwertige Figuren. Aber die sind alle einmalig und sau teuer. Also das. Die sind alle sau teuer. Wie gesagt, weil es die auch nur einmalig gibt, diese ganzen Figuren. Hier kannst du einfach Äxte werfen. Jetzt sind wir draußen auf dieser Restaurant-Ebene und gucken, ob wir was finden. Ansonsten fahren wir erstmal zurück ins Hotelzimmer. Wir sind jetzt bestimmt dreimal an diesem Stand vorbeigegangen. An diesem Stand. Und da hing schon dieser Blazer. Und wir sind jetzt ein paar Mal dran vorbeigegangen und dachten sich und so, der ist cool. Jetzt habe ich ihn anprobiert und dann hat er mir gekauft. Yay! Leute, ist zu Hause, also jetzt im Hotelzimmer, zeige ich euch, mit welchem Outfit ich das kombinieren würde. Und Daniel bewertet das Outfit dann. So, wir sind jetzt zurück beim Hotel. Es ist arschkalt, ey. Puh, richtig kalt. Ich sprinte jetzt ganz schnell rein und lasse Daniel da alleine. Aber er hat selber schuld, wenn er sich nicht beeilt, ne? So, ich zieh den jetzt an und sag's deinem Mann, okay? Look at this, look at this. Und? Oh, sieht das schick aus. Ja? Ja. Kann man gut kombinieren damit? Kann man sehr gut kombinieren. Cool. Wir gucken jetzt Alita Battle Angel. Ja, auf Disney Plus. Battle Angel Alita. So, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, smash den Like-Button, abonniert diesen Kanal, um nichts zu verpassen und aktiviert die Glocke, denn jeden Sonntag und Donnerstag. Falls du noch kommt ein neues Video online. Ja, folgt ihm auf Instagram, folgt mir auf Instagram, ich weiß. Verlinkt alles in die Infobox. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao!